Aktionswoche Persönliches Budget, Tag 2 in Düsseldorf. Der offene Stammtisch für Assistenznehmende des KSL Düsseldorf bot den passenden Rahmen für die zweite Station der Aktionswoche. Rund 30 Teilnehmende diskutierten unter dem Dach der VHS Düsseldorf über die Chancen und Möglichkeiten, die das persönliche Budget bietet. Dabei wurden auch die besonderen Herausforderungen dieser Leistungsform deutlich. Die Gesprächsteilnehmenden waren sich einig. Das persönliche Budget ist grundsätzlich ein Erfolgsmodell, welches Menschen mit Behinderung ermöglicht, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Unterstrichen wurde neben den persönlichen Vorteilen auch der wirtschaftliche Aspekt des persönlichen Budgets, da durch das persönliche Budget langfristige Vollzeitstellen für Assistenzen geschaffen werden. So lautete der selbstbewusste Tenor des Abends: Wir sind Arbeitgeber, Steuerzahler und tragen dazu bei, die Kaufkraft zu erhöhen. Gleichwohl wurde im Verlauf der Diskussion aber auch deutlich, dass das persönliche Budget teilweise sehr hohe Anforderungen stellt. So berichtete Patricia Kubanek, dass ihr das sogenannte Arbeitgebermodell wortwörtlich um die Ohren geflogen sei. Personal auswählen und dessen Einsätze planen, Gehaltsabrechnungen erstellen, sich um steuerliche Angelegenheiten kümmern, all das hat sie überfordert. Budgetnehmerin Katja Fellenberg unterstrich die ungewohnte Rolle, die von den Budgetnehmenden entsprechendes Wissen, Kenntnisse und einen freien Kopf verlangt. KSL NRW steht für Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben in Nordrhein-Westfalen. Das persönliche Budget mehr als Geld. Das war eine Dokumentation der Aktionswoche Persönliches Budget, die vom 19. bis 26. Oktober 2018 stattfand. Idee und Realisation Medienhaus Dortmund.